Recht herzlich willkommen zur Folge 163 von Simotrans. Ja, sind wir in unserem Spielstand drin und dann gehen wir mal gleich dahin, wo es weh tut. Nein, nicht wo es weh tut, sondern wo der Michael gesagt hat, dass was faul ist. Und das hat er schon vor mehreren Folgen gesagt. Das ist hier der Hafen, der passt gar nicht zum Frankfurter Waldbahnhof. Gut, dann müssen wir den mal gerade wegmachen und dann richtig hinbauen, ne? Und dann würde ich mal sagen, Frachtkai. Ja, mal den dahin. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Nee, da muss das Schiff weg. Da muss das Schiff weg. Dann fährt das mal gerade eine kleine Runde. Und dann nochmal dahin. Oder soll man den großen nehmen? Ach, da ist genug Platz für den Hafen. So, wunderbar. Und hat das geklappt? Das hat geklappt. Das Schiff fährt jetzt wieder dahin. Komm, ändern wir das mal nach grad nach da. Machen da auch 100% raus? Nein, da nicht 100% raus. Da 100% raus und löschen den ersten Halt, dann ist das daneben wieder. Keine Linie steht da. Ja, super, das hat wieder gut geklappt. Motor, Stahl ist das, okay. Dann machen wir das nochmal mit dem Stahl. Ja, wir haben wieder den Fehler gemacht und wollen hier rein. Und der ist falsch, der Geschichte. Gut, das heißt, wir müssen in die Linienverwaltung und das dort machen, ne? Wo ist der Stahl? Da ist der Stahl. Linie ändern. Einfügen. 100%. Dahin machen und den löschen. Gut, jetzt passt's. Okay, sollte jetzt funktionuckeln, ne? Gut. So, dann hatten wir irgendwo, hatte der Michael noch gesagt, ich glaube, das ist hier bei Köln-Waldhafen oder wie heißt das Ding? Hier unten, die zwei. Ne, das ist gar nicht hier. Wo ist das? Das ist hier oben. Und dann etwas da. Hier sind zwei Apotheken-LKWs. Sind das die? Ja. Die brauchen noch einen Fahrplan mit 100% Laden, ne? Auch hier natürlich. LKW Apotheke. Und Linie ändern und dort 100% laden, oder? So, müsste dann klappen. Hat er jetzt 100% geladen schon, der da? Das ist ja dieser, ne? Ne, hat er nicht, aber ist okay, denke ich. So, kurz mal schneller laufen lassen und gucken, ob da auch welche stehen bleiben. Ja, der bleibt da stehen und ist auch beladen und wir haben ja auch eine weitere, wo die anderen stehen bleiben können, oder? Gut. Dann haben wir das auch. So, und dann geht das nächste Thema natürlich hier mit den Zügen los, die so viel Defizit einfahren. Wo sind die? Die sind da und da. Gewinnen. Und da haben wir ganz viele mit Minuszahlen. Okay, die sind jetzt gar nicht mal so minus. Ja, da fahren alle zwar minus ein und ganz viele fahren minus ein, aber wir haben ja auch wohl was irgendwann mal plus. Aufsteigend, absteigend. Boah, das sind aber schon viele Klamotten, die da fahren. Viele kleine Summen. Ja, das ist ja unser Lieblingsproblem hier. Das hatten wir ja letztes Mal schon geguckt. Das ist der Holzzug, der Defizite einfährt. Und da habe ich mir mal überlegt, dass wir vielleicht da einen neuen Stück Schiene legen. Und zwar dieses. Dort fahren wir mal da lang. Und dann sollte der doch da lang fahren, oder? Weiß jetzt gar nicht. Ist ein E-Zug gewesen? Wo ist denn der jetzt lang gefahren? Ach so, das ist der Papierzug. Der andere, wo ist der denn, der Holzzug? Wo fährt denn der lang? Ich sehe ihn nicht. Ach, da ist er. Alles klar. So, jetzt fährt er natürlich da lang. Hätte aber auch vielleicht geradeaus fahren können, oder? Einmal bitte schneller. So, fährt da rein, fährt da rum, da hoch, darüber, da rein. Und jetzt fährt er den neuen Weg. Okay, dann haben wir dem schon mal diese Schleife weggenommen. Das ist ja schon mal etwas. Er fährt aber leer. Warum fährt er leer?
Sag mal gerade. 100% soll er da laden. Ach so, der ist auf dem Rückweg, alles klar. Ist auch voll. 113. Nee, der fährt immer mehr Miese ein. Mal langsamer. Und wo ist er jetzt? Da. Mal gerade einmal kurz schneller, bis er wieder da oben ist. So, wie lang ist denn der? Kann der verlängert werden oder ist der passend lang schon? Nee, der ist passend lang. Was kostet denn unsere Lok da? Das ist die Frage, ne? Gucken wir doch mal gerade hier rein. Stellt sich die Frage, welche Lok das ist. Details, NS1600, ist das diese? Ja. Die kostet natürlich auch 47, ne? Ist ja auch eine super teure Lok, ne? Die wäre noch teurer. 38, 30. Vielleicht sollten wir da mal eine andere Lok vorspannen. Die hier, die bringt nur 140. Gut. Das heißt für mich, der ist gerade leer und kann gerade zum Depot fahren. Dieser Zug, der ist vollkommen über. Den haben wir rausgeschmissen, den zweiten auch. So. Die fährt jetzt zum Depot. Und zu welchen? Sehen nicht. Wo ist er? Macht da eine Weltreise, oder? Steht jetzt irgendwo. Gut, der ist jetzt da im Depot gelandet. Nochmal langsamer. Die Lok davor weg. Na super, das hat gut geklappt. Und wir nehmen mal eine günstigere Lok. Diese hier ist natürlich am günstigsten, ne? Sieht man, 1411. Fährt natürlich nur 140, aber ich glaube, die fährt bei so vielen Kurven sowieso nicht so schnell, ne? Wie viel PS? 2200 oder kW sind es ja nicht PS. Die sind alle super teuer, ne? Die verkaufen wir. Die auch. Die auch. Und die auch. So. Welche Lok nehmen wir? Die hatten wir jetzt mit 47. Die ist viel zu teuer. 38. Das wäre auch schon mal 11 weniger. Fährt noch 180. Genauso schnell. Die ist mit 30 und 140 km/h unterwegs. Und diese hier ist mit 120 km/h unterwegs. Ne, dann würde ich diese ja empfehlen. Obwohl die erste mehr Leistung hat. Das wären 30. Komm, die ist es. Wie viel haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wo ist er? Ach, da gibt's auch schon wieder Langholzwagen, die besser sind. Gut. Dann kaufen wir die. Ja, das ist nur 12 und da sind 42. Auch schön, ne? So, dann wird der super langsam. Aber egal. Fahrplan. Köln außen. Irgendwas mit Köln außen war das. Der ist es. Und starten. So, Anhänger. Verkaufen. Diese. Was ist das hier? Müll, das lassen wir mal. Gut, da kümmern wir uns mal anders drum. Aber nicht jetzt. So. Der ist unterwegs hier unten. So, den einmal da. Den ins Fenster. Gucken, wie sich die Transportkosten da jetzt ergeben. Ja. Gut.
Dieses Schiff ist ja auch schön. Woraus ist das? Der fährt auch ab und zu mal durch die Gegend und kostet nur Geld. Okay, der hat jetzt 210 Paletten Bücher geholt und fährt aber gleich wieder los. Tja, gute Frage, was mit dem ist, ne? Motorschiff. Stück gut. Der ist es. Linie ändern. 100% Darmstadt-Waldbahnhof. Und wartet. Einmal die Woche fährt er. Einmal im Monat soll er fahren und gut ist. Alles klar. Da mal rüber. So, hier haben wir noch so einen schicken Zug. Güterzug Holz. Wo ist er denn unterwegs? Ich glaube, der hat aber schon die neuen Anhänger. Güterzug Holz. Das ist der. Köln, Waldhafen, U03, Mainz Papierfabrik. Wo holt denn der das Holz weg, bitteschön? Hier, oder? Und bringt das zur Papierfabrik, das ist doch Fakt. Ach so, das ist ja der. Okay, Rollenpapier steht da. Und Mainz-Waldhafen, da gibt's auch Holz. Gut. Das ist jetzt der, ne? Ja. So, wo ist der? Der fährt gerade hier ein. Ist auch leer geladen, alles klar. Super, solche Fahrten sind natürlich auch recht teuer. So, da haben wir den nächsten Zug jetzt hier, Zement. Fährt Minus ein. Güterzug Zementschiff. Ganz unten, oder? Das ist der. Köln-Waldhafen, Mainz-Erzberg-Betriebshof. Ja, der muss doch da auch 100% dann laden wohl, ne? Oder wie ist das? Ne, warte mal, Zementzug, das heißt, der kriegt das von dort, oder? Ne, ich glaube, der kriegt das von da. Gucken wir mal gerade an. Jetzt haben wir dann halt eingebaut. Gut. Nein, ich will da den Halt nicht haben. Gut, dann müssen wir das erst schließen. Gut, dann möchte ich hier gerne gucken. Da gibt es gar kein Zement. Gibt es da Zement? Der ist irgendwo schon offen. Köln-Waldhafen, das ist ja der hier, ne? Stückgut, Langholz, Rollenholz, okay. Dann ist das eigentlich auch schon wieder geklärt. Jetzt wissen wir nämlich gar nicht, wo der Zement herkriegt. So, das ist da. Und das ist das Zementwerk, oder? So, das hat auch Zement. Und na, der Bahnhof ist ja hier, oder? Da liegt aber kein Zement. Das heißt, da muss irgendwo das Problem sein, dass die Kette nicht zu Ende ist. So, der dahin. Oder dahin. Oder dahin. Oder Osnabrück-Zweig Bahnhof. Darüber. Gut. Da muss irgendwo halt ein Engpass sein, oder? Er hat hier genug Zement. Ja, der hat genug Zement, deswegen läuft da nichts. Alles klar. So, das heißt, der Zug, der Zementzug,
soll das wahrscheinlich nach dem Betriebshof bringen. Und der musste da 100% laden. Gut. Das ist der jetzt. Der fährt da um die Kurven und bringt nichts ein. Das können wir mal zumachen. Den verfolgen wir jetzt gerade mal. Der fährt da rein, bringt nichts, fährt zurück. So, und der wartet da jetzt. Jetzt ist die Frage, wie viele Züge können wir hier warten lassen, ohne dass wir ein Problem kriegen, ne? Noch ist ein Bahnsteig frei. Ja. Ich glaube, jetzt geht das noch alles. Wer weiß, wie lange. Müssen wir mal gucken. Gut. Ja, der und der, das sind alles Züge, die jetzt stehen, weil wir die neu organisiert haben. Ja. Die stehen jetzt alle. Gut. Das war jetzt der Zement, das heißt, der nächste ist der hier. Der steht da oben und wartet auf eine Lieferung. Der Fahrplan sagt aber auch, dass er warten soll. Das ist ja dann auch ganz gut. Gucken wir mal, dass der dann auch noch läuft. Gut, dann haben wir hier ein LKW-Möbel. Köln-Ostsiedlung. Wo fährt der lang? Da fährt er lang. Der hat einen Fahrplan und da steht Möbelfabrik. LKW-Möbel. Das Verfolgen machen wir mal aus. LKW-Möbel-Betriebshof, wo finde ich das? Da oben finde ich das. Der fährt also hier hin. Da sind auch Möbel da. Und sonst nix. Das heißt, LKW-Möbel müsste dann ja auch einfach nur 100% laden sein und dann dürfte das schon nicht mehr das Problem werden, oder? Okay. Super. So, der wartet jetzt da auf Möbel. Jetzt ist die nächste Frage. Er hat keine Bretter. Irgendwer liefert da jetzt auch Bretter an und kann da aber nicht reinfahren wahrscheinlich. Die Bretter kommen da schon. Das heißt, wir müssen da definitiv gucken, dass wir da was ausbauen. Land anheben, würde ich mal sagen, ne? Super. Passt. Straße hin. Gut, unten war Wähler. Da irgendwo hin. Passt. Passt. So, der muss jetzt gerade einmal wegfahren, damit der andere rein kann. Ach, da sind, oh, ich sehe schon, na super. Und ich habe gar nicht den Frachthof gesetzt, den müssen wir auch noch setzen. Gut, das heißt, wir müssen noch ein bisschen mehr bauen, weil da sind drei LKWs, die ich gerade gesehen habe. Aber das ist ja nicht das Problem, das kriegen wir auch noch hin. Gut. Der steht, die anderen beiden fahren, oder wie sehe ich das? Gut, okay. So, der lübkert schon. Schicken wir da ein. Hat nur 50 von 80. Okay, das lag jetzt aber daran, dass wir dem keine Möglichkeiten gegeben haben. Wie sieht es hier aus mit Holz? Bretter sind nicht da. Und keine Bretter, dann auch kein Holz. Da kommen aber Bretter. Okay.
an die Bretter. Müssen wir mal gucken. Da ist er. LKW Bretter Möbelfabrik. LKW Bretter Möbelfabrik. Bretter Möbelfabrik, da. Köln Alte Sägewerk ist dort. Der fährt da weg. Linie ändern. Köln Alte Sägewerk. 100%, oder? Kann es ja nur sein. Und dafür brauchen wir natürlich hier dann auch eine neue Haltestelleneinrichtung. Weil wir da auch die Anlieferung vom Nutzwald haben, ne? Gut, kriegen wir aber auch hin. Und den Wähler setzen wir mal dahin, ne? So. Jetzt weiß ich nur nicht, wie viele da anliefern oder nicht. Einer ist gekommen gerade. Gut, da war noch einer. Da kommt einer, der ist jetzt auch voll, oder? Der holt die Bretter. Langholz. Gut, funktioniert da erstmal. Das war der, der fährt jetzt gerade. Ist aber nicht beladen. Der macht auch eine Weltreise da, oder wie sehe ich das? Ist aber voll. Gucken, ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. So, was ist das für ein Zug? Kurz einmal wieder unsere Originaleinstellung. Das ist die. Der wertet auf jeden Fall auf voll. Das ist auch gut so. Okay. Legen wir mal dahin. Der nächste bitte. Der steht da und wartet auch auf voll. Das ist auch gut. Hat allerdings ein großes Minus da schon stehen. Was ist das? Stückgut. Osnabrück, Wald, Bahnhof, Osnabrück, Druckerei. Das ist da drüben. Okay. Ja. Der hat hier auch so einen Fahrplan mit. Ich fahre mal gerade. Müssen wir mal so machen, oder? Wie sieht's in der Druckerei aus? Da fehlt Papier. Papier ist hier. Auf dem. Der bringt LKW von Gasbetonsteine Potsdam. So, der fährt von da nach da drüben, ne? Potsdam Sandgrube soll der mal 100% laden, ne? Gucken, dass wir da noch einen zweiten hinkriegen. Geht das hier so? Das will er nicht. Supi. Ja, schade. Das heißt dann, kriegen wir das hin? Darunter will er keine Straße machen, ist klar. Wenn ich da jetzt einen hinstelle, geht das auch nicht. Müssen wir gerade mal improvisieren. Gut, hat geklappt, ne? Ja, super. Jetzt haben wir Stromnetz kaputt gemacht, aber die Bushaltestelle nicht weggemacht. Auch schön, ne? Gut, passt.
Gut, und Stoppwähler brauchen wir dann natürlich dann auch. Ne, passt das schon so rum. Okay. Wie viel da anhalten, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal gerade schneller laufen lassen. Vielleicht sehen wir das dann. Ein LKW fährt da rein nur. Ich frage, ob da überhaupt ein Zug kommt, der da was hinliefert, ne? Da ist nur ein LKW, der dahin fährt. Und da wird nichts angeliefert. Aber das, was mir positiv auffällt hier, ist, dass wir hier, glaube ich, jetzt mal, da können wir ja mal gerade in unseren Dingens reingehen, Betriebsgewinn reingehen. Ich glaube, wir sind jetzt mal so, dass wir mal Plus machen, ne? Hier die Marge ist bei 4,53 oder 6,2 jetzt schon und das ist steigend. Das heißt, da macht man dann auch Plus. Wie sieht es in Monaten aus? Ja, wir haben jetzt hier zuletzt dran gearbeitet, ne? Weil wir Züge rausgeschmissen haben und andere optimiert haben. Gut, da müssen wir noch weiter dran, aber ich denke mal, für die Folge soll das jetzt erstmal reichen. Speichern wir ab. Ja, 163 war das. Okay, kurz hier noch reingeguckt, 14, hier sind es 80, 142, okay, der fährt jetzt auch. Da müssen wir mal beobachten, wie sich diese Zahlen verändern, ob die dann auch in einem Bereich bleiben, den wir akzeptieren können. Gut, okay. Nächstes Mal müssen wir die Fenster allerdings wieder alle aufmachen. Gut, und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.